Ja, und jetzt kommt ein Level, das richtig heftig wird. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt hier verbrochen werde. Das ist nämlich, um es auf Weibersprache zu sagen, der Endgegner. Und dann lohnt dich doch selber. Okidoki. Backpack. Und Munition, die wir sowieso in der letzten Map aufgesammelt haben, wie so ein Bekloppter. Und wie man sieht, vollkommen umsonst. Weil hier gibt's alles. Alles, was das Herz begehrt. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Okay. Gut, bei der ersten Runde versuche ich ihn erstmal komplett mit der BFG einzuheizen. Mal gucken, wie weit ich damit komme. Das Problem ist halt nur, die hat eine relativ langsame Schussrate. Und andere BFGs habe ich nicht. Ach, das Ding habe ich ja noch. Na gut, dann versuchen wir es mal damit. Ich wusste gar nicht, dass der mich auch angreift. So viel zu dem Thema. Na gut. Ach so, ich muss da gar nicht drauf. Interessant. Alter, wie fucking stark ist der denn? Na gut, also nochmal mit der BFG versuchen. So, und merken, dass wir nicht ganz ran müssen. Hä? Ich hab grad keinen Ton mehr. Boah. Alter. Doch schwerer als ich dachte. Naja, ist auch ein Endgegner. Was habe ich eigentlich erwartet? Ein Spaziergang zum Supermarkt und wieder zurück? Alter, ich habe schon wieder nichts. Wow. Oh, leckt mich doch. Fett auf den Plattenteller. Ich hab nicht gespeichert. Fuck. Na gut, versuchen wir erstmal hiermit einzuheizen, soweit wie es geht. Und sobald er dann anfängt zurückzuschlagen. Alter, was denn jetzt? Hallo? Nein. Das da. Das ist das Problem, wenn man mehrere Mods spielt. Dann weiß man immer nicht. Labert er nicht immer erstmal greift denn an? War mir irgendwie so. Ich habe keine Anzeige. Ich glaube, viele hätten jetzt noch übrig. Ja,
Fuck. Wieso kam denn jetzt hier? Ich hätte gerade keine Anzeige mehr. Meine letzte Scheibe hier. Wow, das war daneben. Oh, Alter. Das ist echt mit dem Ding auch selber wehtut. Das ist so Bullshit einfach. Gott, wie viel Damage der macht. No. Schön speichern wie so ein Trainer. Wow. Was? Okay, das war scheiße. Na komm! Was zum Fick war das denn jetzt gerade? Komm, noch 3000. Mann, das war doch fast gut. Na, wow. Na, komm. Meine Fresse, Alter. Boah. Oh, hat man 2 Minuten 40. Das geht jetzt sogar. Alter, war.
Also guck mal, ohne Zwischenspeichern. Ohne Zwischenspeicher hätten wir das wahrscheinlich nie geschafft. Alter. Ich meine, bei Project Brutality, da ist es ultra einfach, weil da hat man ja diesen Black Hole Generator. Generator. Das Ding, was die so komischen lila Kreise da macht, die so halt schwarze Löcher. Aber eben, bei Brutal Doom hat man ja nur diese BFG und die schießt halt relativ schwach frequenziert. Naja. Aber gut. Ich glaub mal, das hätten wir geschafft. Gut, während der Abspann einblendet, erstmal Käffchen. Und ich habe meinen Bildschirm gespritzt. Und nein, nicht das, was ihr denkt. Was das? Ich schätze mal schon. Gut. Dann würde ich mal sagen, das war's mit Map 30 und damit mit dem Let's Play für Extermination mit Brutal Doom 21. Übrigens ist mittlerweile schon die nächste Brutal Doom Version draußen. Ja, hat sich jetzt nicht so viel geändert. Eigentlich so im Groben hat sich gar nichts geändert, bloß ein bisschen was unter der Haube, ein paar kleinere Features sind hinzugekommen und ein paar kleinere Abänderungen. Also jetzt nichts, was jetzt so bewegend ist, dass man dafür jetzt unbedingt ein neues Let's Play starten müsste. Ja, da warte ich dann mal lieber, bis wirklich die richtige finale Version von Brutal Doom 21 draußen ist. Und mal gucken, vielleicht spiele ich dann nochmal allerdings eine andere Map, Extermination, der hatten wir jetzt erstmal zweimal, das reicht erstmal. Ja, von daher würde ich mal sagen, sehen wir uns denn zu Hunter wieder. Mal gucken, ob ich das heute noch spiele. Ha, ciao mit V.